hier finden wir Familie Sagner mit, ja genau, zu viert, voll besetzter Wagen. Dann fragen wir mal, wie heißt denn du? Ich bin Paul. Wie alt bist du, Paul? Ich bin 12. Und wer ist das da hinten? Ich bin Clara. Wie alt bist du? Ich bin 8. 12 und 8. Ich nehme an, von euch war noch keiner bisher im Autokino, oder? Nein. Okay. Und ist das cool? Ja, ich finde schon, es ist eine Abwechslung und da haben wir wenigstens mal was anderes, außer die ganze Zeit zu Hause rumzusitzen. Und der Film Die kleine Hexe, hättest du dir den jetzt auch ausgesucht oder welchen Film hättest du heute Abend am liebsten hier gesehen? Also ich glaube, mir ist das relativ egal, weil es was einfach um die Erfahrung geht und dann, ja, also ist mir egal. Am liebsten hätte ich, glaube ich, auch Die kleine Hexe geschaut. Okay, und du auch? Also ich würde gerne Fuck You Goethe, ich würde auch gerne Die kleine Hexe und Eiskönigin. Ja, also wenn es Fuck You Goethe gibt, dann würde ich auch Fuck You Goethe nehmen. Ja, da finde ich die Caroline Herford auch toll. Die spielt ja heute mit, also müssen wir mal gucken. Was sagen denn die Erwachsenen so? Welchen Film hättet ihr euch denn ausgesucht, wenn ihr jetzt vielleicht alleine da gewesen wärt? Wir gehen noch zu Pulp Fiction am Samstag. Der ist ziemlich cool. Also ich gebe Paul recht, ich finde, das muss man einfach unterstützen, wenn man so eine coole Möglichkeit hat und in der Hoffnung, dass vielleicht ein bisschen was davon bestehen bleibt für nachher. Und dein Mann mitgehangen, mitgefangen oder mit Spaß und Vergnügen heute Abend dabei? Das war deine Idee, oder? Ich habe mich auch schon sehr drauf gefreut und vor allem, wir haben gesagt, wenn es eine Möglichkeit gibt, irgendwie noch ins Kino zu gehen, dann müssen wir das nutzen und super, dass es geklappt hat hier so kurzfristig. Also der Sebastian und ich, wir sitzen jetzt hier in einem GZ-Auto und verstreuen Popcorn und es wird immer wärmer und immer wärmer. Wir sind hier im Autokino. Premiere, das erste Mal Die kleine Hexe zum Walpurgisabend. Total super, tolle Idee und wir haben ganz viel Spaß, obwohl mir total warm wird, weil die Abendsonne hier voll reinknallt ins Auto und wir uns ja dran halten, dass wir nur einen Zentimeter das Fenster aufmachen dürfen. Ja, und wir denken gerade, oh Gott, dass wir jetzt 110 Minuten Die kleine Hexe gucken. Ja, okay, wir freuen uns. Und ich muss sagen, Sabine, du hast alles perfekt vorbereitet. Sabine hat hier, also wir können das ja mal ganz kurz gucken, die hat Popcorn besorgt. Also wir gucken da jetzt einmal rein und das sieht schon sehr lecker aus. Sabine hat auch noch Cola Zero besorgt. Also die Frau hat alles gemacht. Ich habe auch noch Pink Ladies dabei. So meine Äpfel. Ich esse Pink Ladies als Äpfel. Das ist ja Insider. Dann schauen wir jetzt uns mal an, wie das jetzt hier aussieht mit der kleinen Hexe. Und da können wir jetzt gleich umswitchen. Ich glaube, das geht sogar. Ja, also... Was man schon sagen kann, Jill und Florian Wildmann haben ja gelobt, dass das hier alles perfekt vonstatten ging. So, jetzt gucken wir hier deine Lieblingsschauspielerin, Frau Herford. Herford. Ist aber auch eine Süße, ne? Ja, die ist schon toll. Und selbst die kleinen Kinder im Wagen nebenan haben gesagt, naja, Fuck You Goethe würden wir auch gerne gucken, aber... Das kommt bestimmt noch. Genau.